Lesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 16. Juli. Salomo aber hatte den Herrn lieb. 1. Könige 3, Vers 3. Doch es kommt schon gelegentlich vor, dass der moderne Mensch von Gott redet. Da wird dann diskutiert, ob Gott so oder ob er anders sei. Ob er Person sei oder irgendetwas wie die Tiefe des Daseins. Ob man sich ihn innerweltlich oder jenseitig vorzustellen habe. Wie anders klingt das, Salomo aber hatte den Herrn lieb. Da ist keine Spur jener Eiseskälte, die unsere Diskussion über Gott auszeichnet. Da ist Freude am Herrn, da ist Gewissheit, da ist pulsierendes geistliches Leben. Wenn wir so ein Sätzlein lesen, Salomo aber hatte den Herrn lieb, dann überkommt uns ein Verlangen. Wenn doch von uns auch so gesagt werden könnte, so müsste es um uns auch stehen. Nun, wir dürfen gewiss sein, dass Gott ein großes Verlangen nach unserer Liebe hat. Darum wirbt er um unser kaltes, totes, steinernes Herz. Er wirbt um uns, indem er seinen lieben Sohn Jesus für uns am Kreuz dahingab. Der sterbende Heiland wirbt um unsere Liebe. Und seit er auferstanden ist, sendet er den guten Heiligen Geist. Durch den wirbt Gott auch. Er sagt, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Hesekiel 36, Vers 26. Und wenn in unseren eiskalten Herzen nur ein ganz kleines Fünklein von Liebe zu unserem himmlischen Herrn entsteht, dann sagt er davon, ich will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Im Gegenteil, er will ihn anfachen, bis wir sprechen, wie einst Petrus zum Herrn Jesus sagte. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Herr, du kannst mit unseren steinernen Herzen nichts anfangen, und wir leiden unter ihnen. Entzünde in uns deine Liebe. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.